Es ist der große Moment. In der Mainzer St. Johanneskirche öffnen Archäologen den Sarkophag. Die Ruhestätte fast ein Jahrtausend alt, die Grabplatte 700 Kilo schwer. Die Forscher wollen wissen, liegt hier der frühere Mainzer Erzbischof Erkanbald? Gibt es weitere Funde, etwa einen Bischofsring? All das könnte wichtige Hinweise für die Kirchengeschichte liefern. Ziel der Sarkophagöffnung ist die Identifizierung der bestatteten Person da drin. Es geht ja darum, dass wir klären, ob Erkanbald, der Erzbischof, der 1021 gestorben ist, da drin liegen könnte. Der Sarkophag wurde vor anderthalb Jahren zufällig bei Bauarbeiten entdeckt. Sollte der Erzbischof tatsächlich mitten hier im Kirchenschiff beerdigt sein, wäre bewiesen, dass die St. Johanneskirche der Vorgängerbau des weltbekannten Mainzer Domes ist. Das ist insofern ein bewegender Moment, als es ein Einblick ist in die große Geschichte der Diözese und auch der Vorgänger, meiner Vorgänger. Ich bin gespannt, was auch noch konkret herausgefunden wird. Die Identität des Leichnams ist noch unklar. Die Forscher glauben aber, ein Priestergewand entdeckt zu haben. Die Untersuchungen laufen noch. Für die Archäologen eine Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Wahrung der Totenruhe.